Herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal. Hier ist wieder Marco Maribello und ich habe was vorbereitet für euch, nämlich die Box da hinten. Die habe ich selber zu Hause im Einsatz. Ich habe sie ausführlich getestet und in Live-Atmosphären in Hallen ausprobiert und erstaunliche Ergebnisse damit erzielt. Und das will ich heute euch mal ein bisschen näher bringen und etwas erzählen über diese Box, wo wir auf dem Demo-Day bei PL Audio richtig viel Nachfrage hatten. Jetzt gibt es mal erste Praxishinweise für euch und das Ganze hier in kompakter Form jetzt im Video. Das Banana Array ist eine Entwicklungsstufe abgeleitet aus dem LA206 von PL Audio. Das ist ein Line Array. Hier haben wir drei Elemente, die zusammengefasst sind in einer kompakten Box. Das Banana Array. Bestückt ist das Banana Array mit 6x6,5 Zoll Mittenpappe und 3x1 Zoll Hochtontreiber. Das Ganze hat einen Maximalpegel von 135 dB und jetzt kommt's, die Box wiegt nur 21 Kilo. Die Box hier hinter mir arbeitet beamt. Ihr braucht einen Kanal für die Mitten und einen Kanal für die Hochtontreiber. Damit richtet sich das Banana Array an professionelle Anwender, die somit Trennfrequenz und die Filterkurven auf die eigenen Bedürfnisse anpassen können und damit perfektes Ausgangsmaterial haben, um den Sound für die Band, für Mobil DJ, was auch immer anpassen zu können. Passend zum System gibt es natürlich den Bügel, der hier per Adapterflansch von K&M für den Stativbetrieb perfekt geeignet ist. Dazu empfehlen wir die K&M Distanzstange mit Kurbel. Die Box mit 21 Kilo sieht sehr schlank darauf aus und macht eine gute Figur auf ein darunter stehenden Basssystem. Bei zwei Elementen pro Seite entsteht dann ein vertikaler Abstrahlwinkel von 50 Grad. Es gibt dann natürlich die passende Bügelerweiterung dazu. Ihr seht, hier sind die Löcher schon alle vorbereitet, sodass der zweite Bügelsatz für das zweite Element, was da drunter fixiert wird, dann entsprechend auch ganz einfach angeschraubt werden kann. Der Flugbügel ist multifunktional einsetzbar, nicht nur für den Stativbetrieb, sondern ihr könnt wie hier über eine Adapterschraube für den M20-Flansch den Flugbügel auch direkt an der Box befestigen, an der Bassbox. Wenn ihr also auf einer Bühne einen Stapel besser habt, einfach das Banana mit dem Bügel oben drauf stellen. Mit den beiden Schrauben arretiert ihr die Ausrichtung. Hier hängt die Box dran, das ist die Arretierschraube, um die Box stramm zu halten. Und hier unten könnt ihr den Aufstellwinkel bzw. den Ausrichtwinkel einfach verstellen, indem ihr die Box dann ausrichtet, wieder fixiert und dann ist das ganze System spielfertig. Als Antrieb habe ich benutzt hier ein DSP4000, also einen aktiven Gorilla Bass, in dem Fall ein DL, ein B18 DL von PL Audio, wo das Powerpack Modul eingebaut ist. Natürlich könnt ihr auch passive Systeme benutzen. Wenn ihr schon bereits ein Powerpack 4003 DSP im Bestand habt, dann nehmt das. Ist genau das gleiche wie hier das Gorilla DSP 4000 und erfüllt seinen Zweck, um ein Banana-System anzutreiben. Natürlich für diejenigen, die die D10K4 und den SP48 Systemcontroller von PL Audio benutzen, auch damit lässt sich das Banana-System antreiben. Die Vierfachkanal-Endstufe D10K4 eignet sich dafür auch und ihr könnt dann über den Systemcontroller entsprechendes Preset reinladen und die Top-Teile damit befeuern. Das Handling ist wesentlich einfacher als bei einem klassischen Line Array, denn die Ausrichtung muss überhaupt nicht mit einer Software vorher simuliert werden und dann in der Vorbereitung irgendwie das System zusammengesteckt werden. Das Banana Array wird einfach optisch auf die notwendige Raumachse ausgerichtet und dazu nehme ich immer die obere Elementreihe von dem Banana und gucke, dass die so nahezu gerade, also parallel zum Boden in den Raum reindrückt und damit ist das Curving eigentlich dann schon erledigt. Ich spare mir damit sehr viel Auf- und Abbauzeit und vor allen Dingen habe ich keine Einrichtezeit. Das System ist sofort betriebsbereit und spielfertig. Damit ist das System natürlich sehr flexibel einsetzbar und vor allen Dingen extrem mobil.
Gemeindehallen könnt ihr damit beschallen, so in der Größenordnung 10 mal 25 Meter bis 15, 35 Meter sind problemlos mit einem Element pro Seite machbar. Ich musste es sogar ein bisschen vom Pegel her reduzieren, damit ich nicht zu viel habe für einen Bass. Also es können da ruhig 3 oder 2 Bässe pro Seite locker drunter gestellt werden. Das Banana zieht da gnadenlos mit und ihr könnt da euch darauf verlassen, dass ihr von vorne wie bis in die letzte Reihe eine super Sprachverständlichkeit habt. Und das bei so einer kleinen Größe. Also ich wollte es eigentlich vorher nicht wahrhaben. Ich habe es immer nur in der Halle gehört bei PL Audio, wenn keine Leute drin sind. Aber am Wochenende habe ich mal eine Halle gehabt, wo ich 250 Leute bespaßen durfte. Und da kam das System zum Einsatz. Und das hat mich einfach sprachlos gemacht, wie elegant der Sound im Raum steht, von vorne bis in die letzte Reihe. Und genau das sind die Vorzüge der Line-Array-Technologie. Verbunden mit dem preislichen Argument ist das Banana-Array auf jeden Fall ein hochinteressantes und für mich als kleiner DJ ein wirtschaftliches System, was für sehr viele Aufgaben im Bereich Mobil-DJing, bei Bandbooken, bei Theater- und Gala-Jobs einen absolut exzellenten Job abliefert. Ja, das war mal kurz die Vorstellung von meinem neuen Banana-Array-System, was ich jetzt in Zukunft auch einsetzen werde, denn die Box ist wirklich genial konzipiert und in der Praxis total easy für mich. Und darauf habe ich eigentlich nur gewartet. Es ist für Stativbetrieb gemacht, es ist für einen Flugbetrieb geeignet. Ich kann noch ein zweites System darunter knallen mit der Flugbügelerweiterung. Und dann habe ich alle meine Partygrößen, die ich als mobiler DJ hier abdecke in der Region, komplett fertig. Egal ob Zelt, ob Halle, alles picobello spielt und eigentlich will ich in Zukunft nicht mehr auf die Line-Array-Technologie in dem Banana-Array verzichten wollen. Hört es euch aber mal an, ihr könnt gerne einen Termin vereinbaren, entweder bei mir oder ruft bei PL Audio an. Ihr könnt das System jederzeit hier vorgeführt bekommen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mich einfach über die Kanäle an und ich stehe da jederzeit Rede und Antwort. Also, bis dann, ciao, ciao, bye, bye, sagt euer Marco Maribello.